Willkommen zurück bei den Löwen. Der entscheidende Monat, das Saisonende, der Monat Mai, die ganzen Entscheidungen fallen. Kommen wir in die Champions League? Wie weit kommen wir in Europa League? Gewinnen wir den Pokal? Mal schauen. Aus Ergebnis des vorläufigen Lizenzverfahrens, wir würden die ohne Probleme kriegen. Hart getroffen hat uns das. Alle ausfällt. 4 Wochen. Damit in allen wichtigen Spielen. Dann kommt er zurück. 3 Wochen. Ja, selbst wenn er in 3 Wochen zurückkommt, wenn wir mal den Kalender gucken. 1, 2, 3. Da war's das. Da ist kein Spiel mehr. Vielleicht noch das Pokalfinale. Weiß nicht, ob er, wann das stattfindet. Oder sind wir Pokal überhaupt dabei im Moment? Mal eben gucken. Den Pokal haben wir ausgeschieden. Gegen Dortmund. Da sind wir gar nicht mehr dabei. Also sind es noch dieses Spiel, das Euroleague-Finale kann noch dazu kommen. Das könnte sein, dass das noch danach stattfindet. Obwohl, ne, das hatten wir auch schon gesehen. Wenn da wirklich die 3 Wochen, vollen 3 Wochen fehlt, verpasst du auch das. Okay, dann müssen wir dafür jetzt Ersatz finden. Was sagt unser Trainer? Der will Aigner spielen lassen. Finde ich eine gute Wahl. Haben wir immer noch Philipp als Reserve auf der Bank. Darauf kann zu Spielansätzen kommen, wenn es gut läuft. Ja, freue ich mich aufs Spiel gegen Hannover. Die Meisterprognose. Bayern München wird knapp mit 4 Punkten Vorsprung Meister. Wir werden Vierter. Wäre ich zufrieden mit. Vollkommen. Unentschieden gegen Hannover glaube ich nicht dran. Unentschieden gegen Wolfsburg. Und unentschieden gegen Hertha. Ja, sehr unwahrscheinlich. Die Reserve hat gewonnen gegen Hoffenheim 3:1. Weißhammel, neue Erfahrungsstufe. Der ist soweit. Der kann nächste Saison dann bei den Profis spielen. Muss mal gucken, wie wir das regeln. Das sehen wir nach der Saison. Wer geht, wer kommt. Und mit 71, ja, kann bald Philipp verdrängen, wenn er sich weiter so entwickelt. Und Philipp wieder verkaufen, weil der halt beide Seiten spielen kann. Muss man sehen. Aber jetzt erstmal Spiel gegen Hannover. 3:1 Hinspielsieg. Heute geht ihr raus und spielt Fußball, Jungs. Und Hannover macht da erstmal das Tor. Ivar Fossum, 1:0. Aber Lukas kann ausgleichen. Wir haben Chancen zur Führung. Und da ist sie. Noah Joel macht sie. 2:1. Auswärts ist das ein gutes Ergebnis. Genauso weitermachen, Jungs. Klostermann geht raus, Bönisch kommt. Und ich bringe noch Philipp für Ochs. Der wechselt mit Aigner die Position. Auch Dadachow kommt nochmal zum Einsatz. Wir gehen Risiko. Fast das 3:1. Ich habe so ein Gefühl, dass sie noch einen Ausgleich machen, die Hannoveraner. Fuck. Knapp dann doch noch ein Fran Miguel Henao macht sein Tor. Frei zum Kopfball gekommen und macht das 3:1. Die Entscheidung in der 88. Minute. Puh, sogar bester Spieler durch seinen Kopfball nochmal untermauert. Fosso mit dem 1:0 in der ersten Minute. Danach kam nicht mehr viel von Hannover. Und wir zementieren den 3. Platz. 4 Punkte Vorsprung jetzt, noch 2 Spiele. Das sieht sehr gut aus. Bayern ist Meister so gut wie. Da kann nicht mehr viel schief gehen. Gladbach gewinnt 6:2 gegen Köln. Ich mache nochmal einen kleinen Rundblick durch Europa. In England, Manchester United knapp vor Chelsea. Die entscheiden noch die Meisterschaft untereinander. Ich glaube, es sind 38 Spiele in England. In Frankreich ist PSG Meister. Da kann nicht mehr viel passieren. Italien ist noch spannend zwischen den den Römervereinen? Was? Lazio und AS kämpfen um die Meisterschaft. Was ist denn der AC? 6. nur. Was war denn los? In Holland, Ajax Amsterdam, 5 Punkte Vorsprung. Portugal, FC Porto. Mit Benfica noch am Kämpfen um die Meisterschaft. Und in Spanien kann es auch noch Madrid werden. Da ist es auch noch spannend. Aber Barcelona in einer guten Ausgangsposition. Ein neues Talent, Baris Atik.
links außen. Kann auch linker Verteidiger werden. Wir nehmen ihn auf jeden Fall erstmal auf. Hennau, sein erstes Tor erzielt. Das verbessert die Stimmung im Team um einen Punkt. Wie besser kann sie auch kaum noch sein. Wer hat denn keinen Einlass bekommen? Oh, er hat seinen Personalausweis nicht dabei gehabt. Jetzt wird er aufgezogen. Zu seiner Verletzung kommt das noch dazu. Na gut, Lazio wartet. Heimspiel. Das Rückspiel. Das Halbfinalspiel. Lazio gegen 60 München. Es geht ums Finale. Unentschieden ging das Hinspiel aus. Wir loben eine Siegprämie auf. Es geht immerhin um ein europäisches Finale, wo wir reinkommen könnten. Wir gehen direkt ins Spiel. Wir können das gewinnen. 60 gleich mit der ersten Torchance. Wir müssen hier unbedingt verhindern, dass sie ein Tor schießen. 1-0. Wichtiges Tor. So, jetzt hinten einigeln, kontern, irgendwie verhindern, dass die noch was können. Auf keinen Fall nachlassen, so weitermachen. Ich wechsle nicht, ich vertraue der Mannschaft. Keine Verlängerung, bitte keine Verlängerung, Jungs. Reißt euch zusammen. Und da ist der Ausgleich. Immobile 1-1. Und es kommt zur Verlängerung. Kein Elfmeterschießen. Jungs, reißt euch doch mal zusammen. Und es kommt zum Elfmeterschießen. Ja, da ändere ich nicht viel. Der stärkste Schütze muss so weit schießen. Und der verschießt. Und der zweite auch. Oh, leider, leider, leider gewinnt Rom das Elfmeterschießen. Zwei Elfmeter zu vergeben und dann noch die besten Schützen. Schade. So knapp am europäischen Finale gescheitert. Schade, schade. Aber jetzt geht's drum. Champions League. Wir müssen das jetzt sichern, das Ziel. Lukas Klostermann auch noch gesperrt. Jetzt mit einer gelben Karte. Kommt viel zusammen. Zwei Spiele noch. Wir wollen den dritten Platz verteidigen. Wir waren mit einer Oberschenkelverletzung. 10 Tage fällt er aus. 1-0 gegen Heidenheim verloren die Reserve. Und wir spielen jetzt gegen Wolfsburg. Wichtiges Spiel zum Abschluss. Ah, da gehen wir noch was aus. Komm. Haben wir nochmal Geld eingenommen, zeige ich auch gleich nochmal, wie viel das war. Das ist ein wichtiges Spiel, das sollten wir gewinnen. Marktpoolzahlungen sind nämlich nochmal 800.000 für das Land, weil wir am weitesten gekommen waren. In der Champions League hätten wir natürlich noch deutlich mehr verdient, aber ich will nächstes Jahr wieder dabei sein, deswegen müssen wir jetzt gegen Wolfsburg gewinnen. Und da werden wir keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Und Wolfsburg macht gleich das Tor. Der Gomez, eiskalt. 1-0. Wir knabbern am Ausgleich. Jetzt muss ich mehr Gas geben, ich muss sie weiter nach vorn schieben. Lukas Scholt mit einem grottenschlechten Spiel. Da kommt der Köpke rein. Ja. Stark geht raus, Malcolm kommt. Und schieben die Mannschaft nach vorn. Alles auf Angriff. Wir wollen hier gewinnen, Jungs. Wolfsburg hat jetzt Platz. Kann uns auskontern. 1-1, der Ausgleich. Kom. Dann noch Aigner. Köpke und Aigner bringen uns hier den Sieg. Und wahrscheinlich wichtige Millionen. Aber richtig wichtige Millionen. Köpke ist einer der Kandidaten, die vielleicht gehen sollen. Aigner ist auch einer der Ältesten. Und die bringen uns hier die Entscheidung gegen Wolfsburg. Sehr mannschaftsdienlich von beiden. Gut gemacht, Jungs. Champions League gesichert. Dritter Platz gesichert, jede Menge Geld gesichert für 60 München. Das bringt uns enorm weiter. Bayern München vorzeitig Meister. Herzlichen Glückwunsch auch von den Löwen. Ist alles entschieden für uns. Wir können nicht mehr nach oben, wir können nicht mehr nach unten. Meisterschaft ist auch durch. Hier geht es noch bei Leverkusen, Gladbach und Stuttgart um die Champions League Quali. Und Schalke könnte sogar noch in die auf die Europa League Plätze rutschen. Also da ist noch nicht alles entschieden. Hier unten ist aber alles durch. Es geht nur noch um den Relegationsplatz zwischen Hannover und Lautern.
wer darf ins in die Nachspiel, in die Relegationsspiele rein. Freiburg leider wieder abgestiegen. Gut, gehen wir rein ins letzte Spiel der Saison. Gegen Hertha. Genau jetzt ist Lukas natürlich nicht fit. Nicht in Form. Ich hau nochmal Geld raus, Jungs. Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr nochmal eine dicke Prämie. Zeigt, was ihr drauf habt. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Erste Chance für die Löwen, aber Berlin macht ernst. Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte. Festhalten, leider verbuggt. Diese Ansprache da. Wir machen genauso weiter. Klostermann geht raus, Bönisch kommt. Vom Rest belasse ich's. Geht so weiter. Ich schieb nur die Mannschaft noch ein Stück nach vorn. Sollen Luca schon mal ein bisschen füttern. Vielleicht schießt er doch mal ein Tor oder köpft eins. Da ist es. Philipp Ox macht's. Auch gut. Unser Top-Einkauf. Aber da kommt noch der Ausgleich durch Grilic und die Führung von Vedat Ibisevic. Aber Philipp Ox macht den Ausgleich. Zufriedenstellendes Ergebnis. Man hätte mit mehr erwarten können, aber Luca ist nicht in Form. Da muss Ox einspringen. Unser Außenstürmer. Kann mit dem Ergebnis auch zufrieden sein. Dritter Platz. Das ist die Abschlusstabelle in Deutschland. Gucken wir uns noch die Abschlusstabelle der zweiten Liga an. Da ist Mainz mit 3 Punkten Abstand auf Braunschweig aufgestiegen. Moment, wer ist denn jetzt in der Relegation? Lautern muss in die Relegation gegen Ingolstadt. In der dritten Liga Aue gegen Dresden, Relegationsspiele. Zweite Mannschaft ist 9. geworden. Karlsruhe ist direkt wieder aufgestiegen. Bayern 2, Hoffenheim 2 und Bremen 2 steigen ab. In England ist Manchester United Meister geworden. Frankreich hat es PSG geschafft, locker. Metz steigt leider ab. In Italien hat es Lazio noch geschafft, am letzten Spieltag vorbeizuziehen, dank des besseren Torverhältnisses. 86 Punkte beide. Wie knapp ist das denn? Holland, Ajax klar geschafft. Das hat man schon gesehen. In Portugal ist der FC Porto so gut wie Meister. Kann aber noch schief gehen. Und in Spanien kann es auch noch sich ändern. Die haben noch ein Spiel. Aber 2 Punkte Vorsprung für Barcelona. Barça muss das letzte Spiel verlieren gegen Las Palmas. Okay, das ist nicht so wirklich wahrscheinlich. Madrid muss gegen Levante gewinnen. Wäre eine Überraschung, wenn da noch was passiert. Die Rangliste des Fußballs. Castells im Blickfeld. Muradecki stärker. Kempf im Blickfeld. Bei der Abwehr, den Innenverteidigern. Defensiv Alaba und Brené von Wolfsburg und Bayern. Mit Ox haben wir den Offensiven der internationalen Klasse. Kohm, der einzige im defensiven Mittelfeld der Weltklasse ist, im weiteren Kreis Hennau und Mascherell. Unser defensives Mittelfeld ist das beste der Liga. Sonst ist auch gar keiner vertreten. Und Lukas in der internationalen Klasse bei den Stürmern. Der jüngste ist Noah Joel im weiteren Kreis. Robert Lewandowski weiterhin Weltklasse vorn drin. Zweiten Bundesliga. Muto, der beste Stürmer. Auf- und Abwertungsrunde. Ich habe diesmal vergessen, meinen Spieler aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen. Schade. Da habe ich es verpennt. Kostet mich ordentlich Punkte. Wahrscheinlich sogar Aufwertung. Gucken wir uns nochmal an. Franco, einen aufgewertet. Köpke, einen abgewertet. Wird uns wohl verlassen. Philipp ist auch mit eigensinnig und vergeudet sein Talent für Maximilian Philipp bei uns. Spielt kaum. Wird uns höchstwahrscheinlich wieder verlassen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ziehe ich einen Jugendspieler hoch. Ja, Lukas hat Tore geschossen, aber so richtig eingeschlagen ist er nicht. Da muss ich vielleicht noch was machen im Sturm. Gut eingeschlagen hat Philipp Ox. Er hat sich bewiesen. Auch Hennau mit 80 jetzt. Das ist eine super Verstärkung aus unserer Jugend für die Mannschaft. Omar Mascherell hat sich auch bezahlt gemacht, der Transfer.
Ja, im Sturm muss was passieren. Renat Dadachow hat sich verbessert, aber ist noch weit davon entfernt, eine riesige Verstärkung für uns zu sein. Hanstewurst auf Stärke 70 schon, profitiert vom guten Jugendtrainer und ist im nächsten Jahr in der zweiten Mannschaft dabei. Die Bundesliga ist beendet, die Meisterschaft war klar für Bayern. Renato Sanchez bester Spieler, Robert Lewandowski bester Torschütze. Größte Überraschung, 1860 München auf dem dritten Platz. Dortmund freut sich über die Vizemeisterschaft und Hertha ist die Enttäuschung der Saison. Robert Lewandowski mit 34 Toren, Torschützenkönig. So einen Knipser bräuchten wir halt noch. Neuer bester Torwart vor Castells, ne? Und im Duell wird Renato Sanchez klar bester. Bester Spieler der Liga. Top entwickelt beim Bayern. Das Relegationsdrama. Nürnberg gewinnt. Halten sich also damit. Nee, Moment, Lautern war in der ersten Liga. Die steigen auf. Und hier ist Aue auch aufgestiegen. Dresden steigt ab in die dritte Liga. Ewige Tabelle der europäischen Teams. Real Madrid weiter mit weitem Vorsprung vorne. Bayern hat sich am dritten Platz schon vorgekämpft. Ausbau abgeschlossen. Das Trainingszentrum ist fertig. Können wir es gleich nochmal ausbauen für 4 Millionen? Müssen wir es ausbauen, was richtig Kohle kostet. 5 Millionen. Eine. 15 haben wir nicht mehr zur Verfügung. Vereinsmuseum. 5% mehr Besucher. 1 Million wird es kosten. Das ist zu wenig. Das würde 5 Millionen kosten. Das würde... Hier. Dann bauen wir auch hier nochmal aus. Auf Level 12. Entwicklung der Spieler nochmal um 0,5 beschleunigt. Und maximal 20 Jugendcamps. Wir könnten jetzt mal über ein Jugendcamp nachdenken, weil wir haben jetzt nochmal Marktwurzdarlehen gekriegt von der Champions League, fast 4 Millionen. Enttäuschend verlaufen fand ich nicht. Ich fand, die ist ganz gut gelaufen. Spieler kriegen eine Woche Urlaub nach der Europameisterschaft. Wir haben mit Sponsoren verlängert. Ein Jugendspieler vom Jugendtrainer war nicht unseren Erwartungen entsprechend, deswegen haben wir den nicht aufgenommen. Wir haben jetzt noch 26 Millionen. Damit könnte man einen Fanshop bauen. Oder aber... Was meine Trikots? Nee. Merchandising ist das. Müssen wir es ausbauen, stimmt. Haben wir ordentlich was eingenommen. Auslandsverkäufe. Was für Landsmänner hatten wir nochmal als im Kader? Ja, Malta, Frankreich, das lohnt sich alles nicht. Von Spielern her haben wir da keinen, der uns was einbringt. Asien lohnt sich, glaube ich, Indien. Da gibt's noch keinen. China. Gibt's auch noch keinen Shop. Können wir in Hongkong zum Beispiel. Oder aber Nordamerika. Viele Einwohner, aber die Weltrangliste ist halt sehr niedrig, Alter. 95. ist China. Und Peking Shop eröffnen? Oder in Indien? Indien könnte sich lohnen. Neuen Fanshop eröffnen, wie würde das kosten? 1,4, 700.000 Instandhaltung. Wir sind ja immer international dabei. Probier das mal. Was würde der denn empfehlen? Derzeit nicht rentieren. Wir versuchen es trotzdem mal mit dem Fanshop. In Indien. Und wir gucken uns mal die Jugendcamps an. Neue Jugendcamps. Hier gibt es derzeit nur eins in Bremen vom FC Bayern. Wir haben noch keins. An welchem Land sollte ich mal eins bauen? Gibt es in Dänemark schon welche? Ja.
Ich weiß auch nicht mehr, wo sich das da lohnt. Bei Norwegen eins, aber gibt es auch schon eins von Sunderland. Ich sollte vielleicht ein Land nehmen, wo es noch keins gibt, was ein paar Talente versprechen könnte, aber die sind natürlich schon alle besetzt. Aber gegen Bayern München brauche ich jetzt hier in Deutschland nicht anstinken. In den USA gibt es auch schon eins, in Österreich gibt es auch schon eins. Schon überall gut vertreten. Selbst Australien. Ja, gegen Capri sollten wir eine Chance haben, oder? Ist natürlich ein kleines Land. Belgien. Brasilien gibt es bisher auch nur. Aber es kostet mich nur Geld. Ich lasse es sein im Jugendcamp. Ich spare mir das Geld. Die besten Jugendspieler der Welt, denen gehört die Zukunft. Und da guckt man sich mal die Liste an und sieht ganz viele Löwen. So mag man das doch sehen. Wie sieht in der B-Jugend aus? Da haben wir auch zwei Löwen. Rechts außen hier von Hannover. Höchst interessant. Du. Da bereiten wir mal einfach mal ein Angebot. Wir wärmen ihn ja zur Jugend ab. Den brauchen wir uns keine Gedanken machen, die kriegen wir eh nicht. Na, A-Jugend können wir es mal versuchen. Vielleicht der noch feine Rotterdam hier, Tim Denise. Aber da haben wir schon so gute Spieler. Lohnt sich das, ist die Frage. Versuchen wir es bei ihm nochmal. Die 11 des Turniers der Europameisterschaft. Marco Reus ist dabei, Morata, Torschützenkönig. Und Sieger ist Spanien. Haben gegen Deutschland gewonnen im Finale. Frankreich die Enttäuschung des Turniers bei der Heim-EM. Die mache ich mal ganz schnell die Auf- und Abwertungsrunde. Gucken wir noch kurz rein, ob da einer von uns dabei ist. Aber ich sehe keinen. Auswahl abgeschlossen vom Vereinszentrum. Jetzt muss ich kurz gucken, wie viel Geld noch zur Verfügung steht. 17 Millionen, 6,5 davon können wir noch ausgeben. Machen wir noch glatt. Das kostet 12, das können wir uns nicht mehr leisten. Aber die 4 Millionen, die können wir noch ausgeben. Müssen wir nicht so viel Steuern zahlen, haben besseres Vereinsgelände, alles super. So, jetzt hatten wir noch ein paar Nachrichten. Bernardo Silva bleibt beim Verein, der will nicht wechseln. Aber Kaffenberger akzeptiert das Angebot und ist dann noch einer mit trainiert ungern. Und dafür geben wir so viel Geld aus. Oh Mann. Warum, frage ich mich da. Warum? Ja, Pech gehabt. War gezockt. Lukas Klostermann fühlt sich unterbezahlt. Versuchen wir mal nochmal zu verlängern den Vertrag. Neuen Vertrag. Können wir sogar verhandeln. Sehr gut. Dann wirst du langsam rangeführt. Hamburg ist interessiert. Muss also was tun, den Spieler. Geben dem mal richtig Geld. 6 Millionen kriegt er. Hat sich zwar noch nicht so entwickelt, aber ich will ihn ja halten. Gib ihm auch gleich einen 4-Jahres-Vertrag. Und danach wollte ich auch noch einen neuen Vertrag anbieten. Ob er mitmacht. Ja, gut. Dann biete ich dir auch was Neues an. Drei Millionen. Das war für 2 Jahre nur mehr. Okay, machen wir 2,7. Genehmigt der Vorstand nicht. Dann machen wir doch 3 Jahre draus. Klostermann wollen wir nicht verkaufen, nein.
ja, das war's dann für diese Saison. Ich fand sie doch recht erfolgreich, auch wenn der Verein da nicht ganz meiner Meinung war. Wir haben eine Menge Geld eingenommen durch die Champions League, konnten viel ausbauen. Hab auch einen neuen Hauptsponsor noch gewonnen. Der zahlt jetzt das, ich glaube, Fünffache oder so. Wir hätten 1 Million gekriegt und kriegen jetzt, glaube ich, 7 oder, ich weiß es gar nicht, oder 2 Millionen hatten wir. Ja, Geld für Transfers ist auch vorhanden. Mal gucken, was der Scheich nächstes Jahr sagt. Vielleicht gibt er wieder was aus. Gibt uns noch einen ordentlichen Boost. Dann können wir nochmal einkaufen gehen. Vielleicht sogar einen neuen Stürmer. Denn das ist unser Wunderpunkt. Keiner der drei ist richtig eingestanden. Mit Renats Entwicklung bin ich einverstanden. Der kam mir erst spät und hat sich gesteigert. Alles in Ordnung bei ihm, aber Lukas ist dann in ein Loch gefallen, ist auch schon 29. Könnten wir nochmal Gewinn machen und vielleicht einen neuen Stürmer holen? Muss ich mal gucken, das gucke ich mir im Juli an. Wenn wir da noch einen Top-Stürmer kriegen, dann verkaufen wir die beiden Köpke und Lukas und holen uns einen neuen. Oder aber es begeistert einen aus der Jugend derart, wobei das nicht glaube, Zieger, der braucht noch seine Zeit. Da ist auch das große Reinemachen im Juli. Da müssen wir aufräumen in der zweiten Mannschaft. Da freue ich mich drauf. Gibt's was zu tun. Bis dann.